Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir uns den Ausdruck, also den Report, in Kombination von Rechnung zu Lieferschein etwas anschauen. Wenn Sie eine aktuelle Mietversion haben, ist es für Sie kein Problem. Dann installieren Sie einfach das Update, dann brauchen Sie dieses manuelle Vorgehen nicht durchführen. Wenn Sie aber hingegen Ihren Report angepasst haben, also Ihren Ausdruck angepasst haben, indem Sie über Fragezeichen, Reporte, Ausdrucke, A4, Rechnung und Lieferschein hier Modifikationen vorgenommen haben, dann ist dieses Video für Sie interessant. So, um was geht es hier? Es geht hier um den Ausdruck von Lieferdatum, okay? Um diese beiden Dinger. Hier dieses Label Lieferdatum und das Datum der Lieferung, das ausgedruckt wird. Jetzt können Sie sagen, ja, warum? Was geht es denn da eigentlich? Schauen wir uns an. Und zwar, wenn Sie einen Lieferschein erstellen, ist es ja klar, das heißt, das machen Sie ganz normal über die Kasse oder über das Rechnungsmodul. In beiden Modulen können Sie einen Lieferscheinangebot oder auch eine Rechnung erstellen. So, wir bleiben beim Lieferschein. Sie erstellen einen Lieferschein, dann kommt natürlich zum Ausdruck, dass das Lieferdatum so und so ist. Schauen wir uns hier einfach mal eine Vorschau an. Wir nehmen jetzt einen beliebigen Testlieferschein hier und sagen mal Vorschau. So, dann machen wir das ein bisschen größer. Dann steht hier, Lieferdatum ist der 1.1.2015. So, das ist leider Pflicht, also das muss draufstehen, damit es auch anerkannt wird. Was ist aber, wenn Sie das ganze Ding jetzt in eine Rechnung umwandeln? Das schauen wir uns jetzt an. Das heißt hier, wir gehen auf unseren Lieferschein, noch nicht abgerechnete Lieferscheine hier und sage hier Lieferschein in Rechnung. Ich sage auf Überweisung, okay. Versandkosten, Kopien, gut. Nun finden wir bei Filter Rechnungen, alle Rechnungen, den umgewandelten Lieferschein jetzt hier, und zwar hier von Müller Fritz. Sehen wir uns jetzt in der Vorschau an. Und wir sehen hier, ich mache das mal ein bisschen größer, damit Sie das auch mal sehen, dass hier bei der Umwandlung von einem Lieferschein in eine Rechnung, hier steht, Rechnung bezieht sich auf folgende Lieferscheinnummer, okay, Nummer 3 vom 28.11. Soweit, so gut. Wenn Sie natürlich eine Sammelrechnung erstellen, sieht es fast so ähnlich aus, nur dass unter der jeweiligen Artikelposition, also hier wie jetzt bei dem TFT Mega 19 Zoll Monitor, steht dann drunter, bezieht sich auf Lieferschein 300. Oder wenn Sie mehrere Lieferscheine zu einer Sammelrechnung zusammenfassen, dann steht dann, bezieht sich auf Lieferschein 300, der andere Artikel auf 500, den Lieferschein und so weiter und so fort. Okay, dann darf natürlich dieses Lieferdatum nicht mehr mit ausgedruckt werden. Und wie gesagt, wenn Sie bereits Modifikationen in Ihren Report vorgenommen haben, müssen Sie jetzt kurz von der Hand eingreifen. Ist jetzt relativ unspektakulär und ist auch gar nicht schlimm. Sie klicken auf Fragezeichen, Reporte, Ausdrucke. Dann klicken Sie auf A4 Rechnungen, Lieferscheine, Angebote. Nun machen wir einen Doppelklick auf das Lieferdatum hier auf dieses Label. Wir gehen nun in die Option Print When. Das heißt, er soll es nur drucken, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Und hier tragen Sie wie folgt ein. Das habe ich schon mal vorbereitet. Ich ziehe das jetzt mal rüber. So. Sie geben hier genauso ein NAT, also Ausrufezeichen, Verkauf, Punkt, Was, Unterstrich, Sammel, Unterstrich, ID, Leerzeichen, End, Leerzeichen, ATC, Klammer auf, Gänsefüßchen. Und dann geben Sie den Text ein. Rechnung bezieht sich auf folgende Lieferscheinnummer, Gänsefüßchen, Komma, Rech1.bem, Klammer zu, ist gleich 0. Das mag jetzt ziemlich kryptisch für Sie klingen, aber tragen Sie es einfach ein. Okay, ich kopiere mal das Ganze jetzt einfach mal. Sie? So, und das trage ich hier rein und sage, der soll es nur drücken, also wenn diese Bedingung erfüllt ist. Und ich klicke auf OK. Das gleiche mache ich mit dem da rechts liegenden viereckigen Kästchen, also für den Platzhalter, wo das Datum dann ausgedrückt wird. Doppelklick. Dann gehe ich auch auf Print When, gehe auf dieses Pünktchen und hier trage ich genau das gleiche ein. Was machen wir denn hier? Da trage ich jetzt genau das gleiche ein. In dem Fall, ich habe es jetzt halt einfach kopiert. Also NAT, Verkauf, Punkt, Was, Semmel, genauso wie es halt da steht. Und dann sage ich OK. Wenn jetzt halt ich das Ganze schließe und nun in Rechnungen, Lieferscheine, Angebote gehe und mir diese neu erstellte Rechnung ansehe, die sich auf einen Lieferschein bezieht und sage hier Vorschau, dann haben wir den Ausdruck des Lieferdatums hier oben nicht mehr, machen wir es größer, hier oben nicht mehr, weil sich ja diese Rechnung auf einen erstellten Lieferschein bezieht und auf diesen Lieferschein jetzt auch das Lieferdatum vermerkt.
Also soweit, so gut. Ganz, ganz einfach eigentlich. Ich habe jetzt ein bisschen viel dazu geredet, aber ich wollte Ihnen das Ganze einfach näher bringen. Hoffe, es hat Ihnen geholfen. Und wenn Sie es genauso machen, wie ich es Ihnen gezeigt habe, funktioniert es auch mit dem Nachbarn. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Bis bald. Tschüss.